Willkommen! Oh, Tante Jamesina. Ah, dort am Gartentor. Ich komme, Tante Jamesie. Die Arme. Sicher hat sie an der Vordertür geläutet. Die Glocke hört man nicht bis hier nach draußen. Aber was ist denn das? Sehe ich recht? Zwei Katzenkörbe? Darf ich euch meine Tante Jamesie vorstellen? Guten Tag, Mädchen. Guten Tag. Herzlich willkommen in Pattys Haus. Schön, dass Sie da sind. Oh, bitte. Sag doch du zu mir und Tante Jamesie. Ja? Ja, gerne. Gerne. Wie nett. Ich bin Anne Shirley, Tante Jamesie. Oh, es freut mich, dich kennenzulernen. Stella hat mir bereits viel von dir erzählt. Oh. Mein Name ist Priscilla Grant, kurz Prissy. Oder noch kürzer, Pris. Ja. Freut mich. Ach, dann musst du also Philippa Gordon sein. Richtig. Kurz Phil. Hallo, Phil. Tja, nun kennen wir uns also. Ich freue mich, mit euch dreien das Haus zu teilen. Wie ihr seht, habe ich eine altmodische Frisur. Und ich betone, dass ich auch eben solche Ansichten habe. Sicher werden wir uns gut vertragen. Erwartet nur nicht, dass ich auf euch aufpasse. Das werde ich nämlich nicht tun. Ihr seid alt genug, das selbst zu erledigen. Das stimmt. Tantchen, wen hast du denn außer Sarah da noch mitgebracht? Oh, das in dem anderen Katzenkorb. Das ist Joseph. Er gehörte einer sehr guten Freundin, die nach Vancouver gezogen ist und den armen Kerl leider nicht mitnehmen konnte. Ich dachte, hier haben wir doch genug Platz. Mhm. Aber wie ich sehe, habt ihr schon eine Katze? Einen Kater, um genau zu sein. Das ist Rusty. Oh, freut mich, Rusty. Wartet mal, Mädchen. Ich öffne die Körbe und zeige euch die beiden, die ich mitgebracht habe. Mhm. Womit wir also drei Katzen in Pattys Haus beherbergen. Jetzt lernst du Joseph und Sarah kennen, Rusty. Benimm dich bitte. So, kommt raus, ihr Süßen, und seht euch alles an. Oh, oh nein, Rusty. Sarah, um Himmels Willen. Ich finde, die drei müssen unter sich ausmachen, wer der Anführer sein wird. Wir sollten uns da tunlichst nicht einmischen. Pris hat recht. Mhm. Komm herein, Tante Jamesie. Sicher wird dir eine schöne Tasse Tee nach der langen Reise guttun. Oh ja, danke, mein Kind. Die Rangordnung unter den Katzen war schnell geklärt. Tante Jamesie Sarah sollte von diesem Zeitpunkt an der Chef im Haus sein. Rusty war nur als Zweitplatzierter aus dem Kampf hervorgegangen und Joseph stellte sich als den anderen überhaupt nicht gewachsen heraus. Er begnügte sich jedoch ohne Probleme damit, dass von nun an die beiden anderen bestimmen würden, wo es lang ging. Alle drei wurden rasch dicke Freunde. Und besonders bei Rusty konnte man das Wort dick durchaus wörtlich nehmen. Er hatte so gar nichts mehr mit dem ausgezehrten Straßenkater gemein, der Anne damals nachgelaufen war.